Wir müssen dringend über dein Tablettenproblem reden. Ich habe kein Problem, okay? Ab sofort kämpfe ich auf meine Art um Bianca. Deine Hand zittert. Alles Anzeichen von Entzugserscheinungen. Gib mir einfach meine Tabletten zurück, okay? Lisa. So, jetzt habe ich endlich einen Moment. Super. Ja, ist ganz schön viel los hier. Ja, die Frühstückszeit ist immer etwas hektisch. Aber warum frühstückst du hier? Fällt dir zu Hause die Decke auf den Kopf? Ich habe gestern alles für Lukas besorgt und dann habe ich mich dabei selbst vergessen. Ganz schön vergesslich. Mhm. Ganz schön schlimm ohne Lukas, hm? Quatsch. Er ist doch erst einen Tag weg. Ja, und bleibt noch eine ganze Woche in Österreich. Also praktisch eine ganze Ewigkeit. Ja, da hast du recht. Aber ich werde die Woche versuchen zu nutzen, über die Sache mit Daniel wegzukommen. Hm. Und wie geht's dann mit Lukas und dir weiter? Das weiß niemand so genau. Ich muss gleich los. Ich muss meinen Vater zum Kurhotel im Starnberger See bringen. Dein Vater geht freiwillig auf Kur? Quatsch. Fabian und ich mussten ihn ganz schön überzeugen. Aber nach dieser Herzmuskelgeschichte und seinem Schwächeanfall muss er sich endlich mal erholen. Sag mal, was bin ich dir schuldig? Stimmt. Wow, so spendabel. Wie heißt er? Kenn ich ihn? Morgen. Hi, Alexandra, setz dich. Das Übliche wie immer. Heute nur einen Kaffee, schwarz bitte. Ist heute nicht euer Scheidungstermin? Der ist morgen. Wie geht's dir denn damit? Es ist nur ein Stück Papier. Naja, so ein Stück Papier, das eine langjährige Ehe beendet. Ja, ändert jetzt aber auch nichts mehr. Ich schaue nicht mehr zurück, Lisa. Ich schaue nur noch nach vorne. Ich wünschte, ich könnte die Vergangenheit auch einfach hinter mir lassen und unbeschwert in die Zukunft blicken. Dabei habe ich nur 7 Jahre mit Daniel verbracht. Alexandra hingegen mit Fabian fast ihr halbes Leben. Kaum zu glauben, dass ihr das so leicht fällt. Jetzt wird's langsam ernst, Dr. König. Hey, Dr. Kreuz. Musst du dich jetzt nur noch von deiner Ex scheiden lassen morgen? Was ist los? Gibt's ein Problem? Nee, alles okay. Stimmung zwischen euch war die letzten Tage ganz schön angespannt, oder? Naja, ist ja auch nicht einfach, ne? Aber wir haben jetzt die letzten Details besprochen. Ich fand jetzt auch den thematischen Sprung von unserer Traumhochzeit zu meiner Scheidung ein bisschen abrupt. Sorry. Dann mache ich direkt abrupt weiter. Ich fahre gleich mit Emma nach Bruntal, die letzten Sachen für ihre Klassenfahrt besorgen. Kommst du mit? Normalerweise total gerne. Aber du hast null Bock auf Shoppen. Genau das. Ja. Oh, Wake-up-Call für deine Schmerztablette. Echt? Ja. Jetzt schon. Hätte ich was vergessen. Das ist gut. Ich wollte dir nämlich vorschlagen, ob wir deine tägliche Dosis auf eine halbe Tablette reduzieren könnten. Ist das okay? Also, ich... Tja, okay, klar. Versuchen wir es. Super. Okay, dann einmal für dich. Mhm. Dann sehen wir uns gleich. Mhm. Ciao. Ciao. Was ist? Hast du schlecht geschlafen? Jetzt mach dir keine Sorgen um diese Romeo. Du wirst schon der Richtige finden. Hm? Nein, alles in Ordnung. Ich bin nur so müde, weil ich die ganze Nacht mit Romeo gechattet habe. Und? Hatte dir endlich mehr über sich erzählt? Naja, zumindest so viel, dass ich weiß, dass er kein oberflächlicher Labersack ist. Es war unfassbar. Die Nacht war... Wir haben über Gott und die Welt geschrieben. Ich habe komplett die Zeit vergessen und dann war es plötzlich hell. Oh mein Gott, Bianca, du bist ja voll verknallt. Ich hab's total erwischt. Ja, voll erwischt.
Ich kenne ihn ja nicht mal persönlich. Ja, dann wird's aber auch mal Zeit. Bis später. Ja. Ah, exciting! Ciao. Ist was? Ja, grüß Erna. Ich bin ja so froh, dass Sie wieder zurück sind. Hallo, Frau Brandl. Wie geht's Ihnen? Bei mir passt alles. Alles bestens, wie immer. Was hätten Sie denn braucht? Ich würde einfach nur ein paar Äpfel mitnehmen. Na, dann, ihr packst dann wieder. Bis morgen Nachmittag. Alles klar, Willi, gell? Mei, was hast du denn? Zwickt's wieder im Bauch, ha? Halber Zungenwit. Herr Wunder, Entschuldigung. Wo sitzt denn der Schmerz? Eher oben im Magenbereich oder tiefer? Das geht schon wieder. Ich muss weiter. Ich fände es trotzdem gut, wenn Sie uns zeitnah mal in der Praxis besuchen kommen würden. Dann kann ich Sie einmal durchchecken. Ja, für sowas habe ich keine Zeit. Oder kümmern Sie sich um die Gersten beim Huberhof? Hm? Okay. Hey. Hi. Ja, grüß dir. Dankeschön. Also. Na? Immer noch so viel Stress auf dem Hof? Ja. Daran wird sich jetzt so schnell auch nichts ändern. Ich meine, bevor Hannah Vincent das Ganze mit dem Seitensprung nicht verziehen hat, bleibt alles beim Alten. Aber hey, jetzt bin ich am Wochenende erstmal in Paris. Nein, wie geil ist es? Ihr habt euch nicht mehr gesehen, seit sie weg ist, ne? Ich vermisse Leo so krass. Ich komm mit. Nee, also das Wochenende gehört uns ganz alleine. Gut, bleib ich halt hier. Ich muss mich wegen dir eh um Emma kümmern. Wie sieht's aus? Wie ist die Stimmung nach dem missglückten Kussversuch? Also, wegen mir ist eigentlich alles entspannt. Wegen dir? War ausgezeichnet. Wie immer. Grazie. Gute Nachrichten? Ja. Ich habe Romeo gefragt, ob er sich mit mir treffen will. Er hat ja gesagt. Ein Date mit diesem Internetverräter? Ja. Wann denn? Wo denn? Weiß ich nicht. Ich frage ihn gerade. Aber lieber nicht heute. Weil ich muss mich noch darauf vorbereiten und außerdem habe ich überhaupt nichts Vernünftiges zum Anziehen. Ach, Bellissima, du siehst immer wunderschön aus. Er hat gefragt, ob wir uns morgen treffen, morgen Nachmittag. Und ich soll aussuchen, wo. Na hier, naturalmente. In der alten Post. Dann kann ich mir diese Romeo genauer anschauen. Nein, auf gar keinen Fall. Das hätte es wohl gerne. Dass du ihn dann mit deinen Fragen einschüchterst und er läuft mir dann noch davon. Aber Bianca, du versprichst mir, du gehst auf gar keinen Fall zu ihm nach Hause. Ist das klar? Papa. Ich bin doch keine 16 mehr. Außerdem bin ich nicht dumm. Wo wohnt er? Weiß ich nicht. Irgendwo im Umland von München. Ich kann mich doch mit ihm zum Spazierengehen treffen. Hm? Hier bei uns in der Gegend. Brava. So machst du das. Brava. Ich mich auch. Was ist? Es ist einfach nur schön zu sehen, dass du glücklich bist. Dein Verdienst ist es jedenfalls nicht. Und dich da mal nicht täuscht. Hey Marie. Hey. Hast du kurz Zeit? Ich hätte eine Frage wegen Heidi. Na klar. Ich habe gerade gesehen, dass an dem rechten Vorderfuß irgendwas absteht. Meinst du, das ist was Schlimmes? Also ich weiß nur, dass Kühe keine Füße haben, sondern Hufe. Und den Rest musstest du Basti mal fragen, der kennt sich dafür besser aus. Kannst du ihm das vielleicht ausrichten? Also ich habe gerade selber einfach jede Menge zu tun. Hey, was sollst du mir ausrichten? Also ich
Emma hat da was an Heidis Huf gesehen und macht sich Sorgen, dass es irgendwas Schlimmes sein könnte. Also Kühe haben keine Hufe, sondern Klauen. Oh, schon wieder was gelernt. Gut. Sehen wir uns beim Mittagessen? Alright. Ja, da muss man einfach mal wieder ein bisschen Klauenpflege betreiben. Das ist nichts Dramatisches. Aber gut, dass es dir aufgefallen ist. Okay, danke. Dann lasse ich dich jetzt wieder. Okay. So, Resi. Mittagspause? Na, ich bleib heute da. Ich kümmere mich nachher um die Ablage. Okay, alles klar. Hi, was passiert? Der Bruno ist von bei der Ernte mit dem Traktor voll in den Weidezaun geknallt. Oh je. Ja, ich habe die Kratzer gleich desinfiziert und Pflaster draufgeklebt. Das hast du gut gemacht. Darf ich mal... Der ganze Aufriss wegen dem bisschen da. Ich geh wieder. Und was ist mit den Bauchschmerzen? Sie meinten selber, dass sie die Kontrolle über den Traktor nur verloren haben wegen den Schmerzen. Ja, deswegen haben wir sie hergebracht. Also den kriegen sie jedenfalls erst wieder, wenn Sarah sie gründlich untersucht hat. Herr Brunner, Sie hatten ja heute Morgen schon Magenschmerzen. Aber mir fehlt nichts. Das wissen wir aber erst, wenn Sie eine Magenspiegelung in der Klinik in Bad Tölz gemacht haben. Für sowas habe ich keine Zeit. Herr Brunner. Das sind Blutschlieren. Resi, ruf sofort eine RTW. Mach ich. Alles gut, Herr Brunner.